Ergänzt wird das Festivalprogramm durch Seminare und Workshops, Gelegenheit für die Musiker, sich auszutauschen und ihr Wissen an andere weiterzugeben. Großer Applaus für einen der erfolgreichsten Jazzgitarristen weltweit, Martin Taylor. Mit seiner Gypsy-Jazz-Einlage begeistert er am Samstagabend in Hessbruck im Trio. Der Einladung seines Freundes Sandro Roy ist der Virtuose gerne gefolgt. Wir spielen ziemlich oft zusammen. Vor vielen Jahren habe ich mit dem Jazz-Violinisten Stephen Prepelli musiziert. Und natürlich ist Sandro ein Bewunderer Stephens. Wir werden heute dieselbe Musik spielen, wie ich damals mit Stephen Prepelli und dasselbe Arrangement. Für mich ist das fantastisch. Es ist, als wäre ich 45 Jahre zurückversetzt worden. Damit so berühmte Musiker und Größen beim 23. Internationalen Gitarrenfestival in Hessbruck auftreten, kostet es 1 bis 2 Jahre Vorlauf und Planung. Auch der künstlerische Leiter Johannes Tonio Keusch hat seine persönlichen Highlights. Ich selbst möchte jeden Abend genießen können. Und deswegen suche ich jeden Abend eigentlich Künstler aus, die was Besonderes präsentieren, die ich sehr schätze. Natürlich komme ich von meiner musikalischen Herkunft, von der Klassik her. Und das sind solche Musiker wie am Donnerstag, Pavel Steidl, Edi Karamazov oder jetzt morgen Jan Depreter oder Marko Topci oder Tatjana Ryskova. Das sind dann auch natürlich für mich sehr, sehr tolle Musiker. Keusch ist nicht nur seit fast 20 Jahren künstlerischer Leiter, sondern beherrscht selbst die klassische Gitarre.